Hallo Freunde, ich grüße euch direkt vom Wasser. Auf meinen Angeltouren, wenn ich unterwegs bin, in Spanien oder auch in Deutschland, habe ich immer Aktivrouten dabei. Aktivfischen ist ja beim Walleangeln immer mehr im Kommen und ich möchte euch dazu mal ein paar Produkte vorstellen, die wir 2020 aktuell in unserer Range haben. Da haben wir zum einen unseren Claw Rig und die dazugehörigen Catchheads. Gibt es mit verschiedenen Tails, in verschiedenen Farben. Und wie wir die einsetzen und wie wir die montieren, das möchte ich euch jetzt mal zeigen hier auf dem Video. Das Shad Claw Rig sieht so aus, wenn man es aus der Verpackung nimmt. Und das Schöne ist an dem Ding, wir haben vorne einmal den Bleikopf, den gibt es von 10 bis 50 Gramm. Und haben hier eine Spirale drauf, die wir einfach in unseren Catchhead eindrehen. Das hat den Vorteil, wenn wir einen Biss bekommen auf den Schwanz, auf den Tail des Shads, dass der sich nicht runterzieht. Und zum Zweiten haben wir hier die Möglichkeit, unseren Fanghaken einfach in den Rücken zu adaptieren, einzustecken, so dass beim Biss der sofort ausgleitet und im Wallermaul hängt. Hierzu nehme ich einfach den Jigkopf und schraube den beherzt in den Gummifisch ein, sprich in unseren Catchhead, so dass die Öse nach oben steht. Dann drehe ich mir den Haken etwas auf. Wie ihr sehen könnt, stecke ich den hier so in den Rücken und schon ist unser Rig einsatzbereit. Wie das an der Rute aussieht, zeige ich euch mal hier. Ich habe hier einen Funstick dabei, das ist meine Lieblingsrute, damit kann ich so ziemlich alles tun. Kann ich vertikal angeln, kann ich Spinnfischen, kann mit Blech arbeiten oder auch, wie hier gezeigt, mit Gummis. Wichtig ist, dass ihr euch auf die Hauptschnur ein Vorfach montiert. Habe ich hier gemacht mit ganz normaler Vorfachschnur von uns aus dem Programm. 100 Kilo Tragkraft. Das ist insofern wichtig, da Baller hat ja vorne die Knochenplatte, die mit Zähne bestückt ist. Und wenn es dann zum Drill kommt, dann seid ihr mit eurer Hauptschnur ziemlich schnell am Ende. Das Ganze könnt ihr verbinden mittels No Knot oder direkt anknoten. Oder wie ich es jetzt hier gemacht habe, ich habe mir hier einen kleinen Wirbel genommen, um das Vorfach zu verbinden. Und was ich ganz gerne mache, vor den Wirbel schiebe ich mir eine Gummiperle. Die hat den Grund, dass ich meinen Spitzering nicht beschädige. Wenn ich aufleihe, wird als erstes die Gummiperle oben anschauen. Das ist ein reines Sicherheitsfeature meinerseits. Ich habe öfters mal Gäste dabei, die leiern dann wie die Verrückten den Gummifisch hoch und dann kommt es halt immer wieder zu Anstößen am Spitzenring. So, und wie das sich im Wasser verhält, das zeige ich euch jetzt auch noch mal im Anschluss. Wir haben hier ziemlich flaches Wasser. Ich bin mal wieder in Deutschland unterwegs, in Brandenburg, und möchte euch einfach mal zeigen, wie sich der Gummifisch im Wasser verhält. Ich mache den erstmal so ein bisschen aus und tust einfach im Vorbeiziehen mal so filmen. Ja, ich hoffe, ihr konntet sehen, wie sich die Shads hier im flachen Wasser verhalten. Es liegt natürlich an euch, wie ihr die Köder letztendlich führt. Die mit dem langen Schwanz, die machen richtig Bambule im Wasser. Ja. Und ich werde die Zeit jetzt nutzen. Wir haben jetzt 11 Uhr vormittags, dass ich heute Nachmittag vielleicht nochmal losziehe, ein bisschen aktiv was ausprobiere hier an den Gewässern. Und wenn es klappt, nehme ich euch mit und zeige euch noch was. Ansonsten möchte ich euch die ans Herz legen, die Catchheads von uns sind wirklich Bombe.